Mitwirkenden, steht ein bisschen in meinem Rücken, zu begrüßen, nämlich Herrn Marc Eckert aus Schipperstadt, über den ich noch einige Worte verlieren möchte. Zu Performance-Tanzen Julia Casariera und Marcello. Des Weiteren wirken mit Christine Becki und Isabel Eichenlau und Patrick Neumüller, der, wenn ich richtig weiß, daher noch kommt, sowie Sängerinnen und Sänger aus unserer Gemeinde. Sie merken, da kommt also einiges geballt auf Sie zu. Martin Johannes Eckrich als Künstler vorzustellen, erübrigt sich in Speyer nahezu. Er wurde vor etlichen Jahren in der heimischen Hauptstadt der Pfalz in Kaiserslautern geboren, hat jedoch die bedeutende Kleinstadt in unserer Nähe, Schipperstadt, schon seit geraumer Zeit zu seinem Wohn- und Schaffenssitz. Und nun kommt er heute zu uns in diese jüngste Kirche Speyers, die seit Pfingsten genau 10 Jahre unserer Gemeinde als Kirchenraum dient. Er hat keine Berührungsängste, was Kirchen angeht, und steht zu seinem christlichen Hintergrund. Wer einmal nachschaut auf der sehr informativen Homepage des Künstlers, kann unschwer erkennen, dass seine Ausstellungen, Installationen und Performanceveranstaltungen durchaus auch kirchliche Räumlichkeiten betreffen, noch mehr solche Themen. Da gab es zum Beispiel 1990 schon eine Installation mit dem Thema Taufe. Und auch später finden wir Begriffe mit theologischen Konnotationen wie der Kreuzweg, die Erlösung, Himmelswagen, Jenseits oder zwischen Himmel und Erde. Heute scheint sich Martin Eckrich noch präziser festzulegen, wenn er seine Performance betitelt mit Ja zum Leben, Ja zu Jesus. Wir sind gespannt, was uns da erwartet an Herausforderungen zum Wahrnehmen und Nachdenken. Mir persönlich wurde zunächst einmal klar durch die Beobachtung am Rande, das war nicht, dass künstlerisches Schaffen durchaus etwas mit Handgreiflichem zu tun hat. Wurde doch seit Tagen dieser Kirchenraum zum Arbeitszimmer des Künstlers, der hier wirkte. Der Begriff Manufaktur kam mir in den Sinn, dass mit den Händen und dadurch ergänzend im Schweiße des Angesichts tätig sein, wurde mir augenscheinlich vorgestellt. Doch wo beginnt jetzt die Kunst? Oder hat sie schon lange zuvor begonnen? Und wer darf über Kunst reden? Doch wohl nur ein Künstler. Übrigens, so ging es mir durch den Sinn, wenn man diesen Maßstab anwenden wollte, dürften nicht so viele Leute über die Kirche reden, wie wir es oft erleben, aber dies nur als kleines Abersehen. Die Kunst als Muse, etwas, zu dem ein Kunstschaffender in Beziehung steht, kann man diese Beziehung von außen her überhaupt nachvollziehen? Wie nutzen wir die Kunst, wenn wir in dem Gedankenbild der Beziehung bleiben? Verehren wir diese und machen sie zur Göttin? Oder nutzen sie aus und degradieren sie zu Netzen? Sie merken, das ist ein weiter Spannungsbogen des Erlebens und des Einschätzens, den ich hier vor Ihnen ausbreite. Und Sie werden in die Verantwortung entlassen, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen und vielleicht mit einem zeitlichen Abstand zu einer Einordnung oder auch zur Bewertung zu gelangen. Also ein besonderer Abend, eine herausfordernde Kulturnacht, zu der ich Ihnen, den Aktiven und den nur indirekt Aktiven,
viel Spannung und Freude. Zum Schluss nun von diesen kurzfristigen essayistischen Entgleisungen in die Niederungen des profanen Programmablaufes. Um 19:30 Uhr, das ist so ungefähr gleich, gibt es Musik von Alf Eckrich. Ab 21:30 Uhr wird im stündlichen Abstand, also mal 11, 12, eine Performance-Vorführung hier sein mit Bewegung, Tanz, Gesang und allem, was dazugehört. Damit Sie dies gestärkt und gut versorgt genießen, erleben können, besteht die Möglichkeit, Sie haben es hoffentlich schon entdeckt, sich mit Getränken und Speisen einzudecken. Machen Sie unverliert Gebrauch davon. Danke an alle Kunstschaffenden hier im Raum. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und uns allen einen frohen und erlebnisreichen Kulturnachmittag.